alles, was ich negativ gemacht habe. Set It Up zum Beispiel. Kennst du den Film? Da geht es nur über Raubüberfälle. Weißt du? Okay. Weil das war mal mein Leben. Wie lange hast du insgesamt gesessen? Insgesamt knapp 3 Jahre. Als ich aus dem Knast gekommen bin, war ich viel motivierter, noch kriminell zu sein. Als du rausgekommen bist? Ja, genau. Also es macht halt gewisse Sachen mit dir. Dann habe ich das erste Mal gelernt, was Loyalität ist. Mhm. Also, wenn Leute schon auf der Polizeiwache mit dem Finger auf dich zeigen. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Mein bester Kumpel da, Digga. Der mit mir im Zimmer war, Digga. Was geht, Leute? Hier ist Faisal. Wir sind hier auf dem Black Panther Channel. Heute dabei habe ich meinen Bruder Aaron. Wir wollen heute ein bisschen über seine Story, über sein Leben reden. Richtig, ich auch, Bruder. Es ist eine sehr reale Story. Aaron hat sehr vieles durchgemacht. Ja, ich freue mich auf den Bock. So, guck mal, die Seite heißt Blessed, die Seite heißt Cursed. Ja. Meinst du? Das heißt, alles, was positiv so an meinem Leben ist, ist auf der Seite. Und alles, was ich negativ gemacht habe, Set It Up zum Beispiel. Kennst du den Film? Da geht es nur über Raubüberfälle. Weißt du? Okay. Weil das war mal mein Leben. Das war auch mal dein Leben, Das ist zum Glück alles verjährt und weit in der Vergangenheit. Und ich habe ja auch schon abgesessen für gewisse Verwerten. Aber das war halt so, so habe ich halt damals gelebt. Wie lange hast du insgesamt gesessen? Insgesamt knapp 3,5 Jahre. Über 3,5 Jahre am Stück? Nee, 2 Jahre in Deutschland und 1,5 in Amerika. In Amerika. Ja. Was hat diese Zeit mit dir gemacht im Gefängnis? Boah, es kommt drauf an, auf welche Phasen. Also ich glaube, als ich aus dem Knast gekommen bin, war ich viel motivierter, noch kriminell zu sein. Als du rausgekommen bist? Ja, genau. Also es macht halt gewisse Sachen mit gewissen Menschen, weißt du, was ich meine? Der eine ist gebrochen, der eine ist bestärkt, der eine hat, Digga, 10 gute neue Kontakte kennengelernt, der eine, weißt du, man hat nur auf die Fresse bekommen und ist froh raus zu sein, lernt aus seinen Fehlern und, weißt du, was man, und wie gesagt, bei mir hat es halt ganz anders gehaftet, sozusagen, also bei mir hat es ganz anders eingestellt. Ich bin halt rausgekommen und war sauer, dass ich viel verloren habe und wollte das alles wieder haben. Ja. Das erste Mal, dass du 2 Jahre meinst, du, als du das erste Mal Das erste Mal war Amerika. Da war ich College und dann bin ich in die Klasse gekommen. Okay. Und dann habe ich 15, 16 Monate gesessen und wurde dann, saß noch 2, 3 Monate im Abschied gehabt. Genau. Und wurde dann abgeschoben. Genau, ich weiß, du hast ja auch noch, als wir uns privat mal getroffen haben, gesprochen haben, auch erzählt, dass du vor mit Football eigentlich auch sehr weit in Amerika warst. Ja, genau. Weißt du, warum du kurz vor der NFL? Ja, also ich hatte schon viel Interesse, weil ich habe, die machen ja so Combines, weißt du, und ich hatte damals ein Stipendium zur Arizona Western College gekommen. Das war so ein Top 5 Junior College. Okay. Ich hatte halt nie Football davor gespielt. Ich hatte 5 Spiele bei den Hamburger Blue Devils damals gespielt gehabt. Ja. Und da waren alle so auf, oh krass, Digga, du könntest echt was reißen, so, weißt du, ich war halt vorher Basketball. Und als ich dann aufs College gekommen bin, hatten wir die Combine und da ich mich vorbereitet habe. Also Never Not Grinding ist wirklich mein Leben lang. College war so, ich war ready, ich war richtig fit, weißt du, was ich meine, aber ich war vom Kopf her gar nicht bereit, weißt du, ja. So. Ich habe da zerstört, ich war der Stärkste, ich war der Schnellste, weißt du, ich bin nur Zahlen 40er, 4,5 gelaufen, weißt du, ich meine, ich bin 100 Meter damals auf 11,3 gelaufen, so eine Sachen, weißt du, 11,2 mit 125 Kilo. Eigentlich sprach auch schon sehr vieles für die Profikarriere. Genau, damals, ich habe auch sehr viel Interesse von großen Colleges bekommen, weißt du, was ich habe so, mich haben viele Leute angesprochen, so auch die, wo ich gemerkt habe, die wollen vielleicht ein bisschen Management übernehmen, so, das war nach 3, 4 Monaten, nach dieser Combine, war alles so, alle sind durchgedreht, so, und dann, ja, und genau so, wie ich mich gefreut habe, auf, wow, jetzt geht's krass los, ich muss die Saison nur spielen, dann hätte ich zum Beispiel, also meine Wahl war damals Cal Berkeley, wo ich spielen wollte als College, weißt du? Und ich glaube auf jeden Fall von da aus wäre ich auf jeden Fall nur alleine, weil ich in der Combine mit 4,5 laufe und 135 Mal drücke, weißt du, was ich meine? Wäre ich auf jeden Fall reingeslidet, irgendwie, weißt du, was ich meine? So. Und ja, genau, wie gesagt, meine Freude darüber hat so einen Monat angehalten und da war ich auch schon in Klasse. Okay. Also ich habe 1,5 Semester. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? Ich war 21, 22. 21, 22. Heftig, und danach bist du direkt reingekommen. Genau, richtig. Ja. Ich habe, wie gesagt, wir haben damals, wir haben zum Beispiel von Mexiko nach Amerika haben wir, ich habe halt viel Familie in Amerika. Mein Vater hat 18 Geschwister, weißt du? Und ich habe Cousins und ich habe auch durch den Basketball gute Kollegen da gehabt, ich will gar keine Namen nennen. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, durch einen Tipp halt von Älteren von uns,
Ja. Gesagt, ey, Alter, du bist Yuma, Arizona, das ist genau an der Grenze. Ja. Geh mal nach Mexiko, mach mal so, so, so und schick mal. Ich bin in Detroit, ich bin da, da, da. Weißt du, dann haben wir nach Atlanta, nach Detroit, nach New York, haben wir einfach Pakete geschickt. Also das war so das, was wir gemacht haben. So. Und wie gesagt, ich war vom Kopf her gar nicht ready. So, wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich einfach die Füße stillen. Ne? So. Und dann wurde mein Kollege abgezogen von solchen Türstehern, weißt du, weil er in der Stadt dann noch irgendwelche Geschäfte gemacht hat. So, wir haben richtig viel Pader gemacht, weißt du, ich meine, so, wir haben einfach mal so 20 Kilo mit der Post geschickt in Amerika, weißt du, so 20 Kilo. Ich hab, war so krass, dass es geht, weißt du, ich meine, und ich habe in Mexiko, habe ich dafür, dass sie das uns nach Arizona ins College gebracht haben, die haben uns das richtig auf den Campus gebracht und haben das dann eingepackt, weißt du, meine, und haben mein Cousin und mein gekauft einen billigen Kühlschrank, weißt du, meine, und schickt den, weißt du, und da haben wir den Kühlschrank komplett voll gemacht, ja. Kaffeebohnen drauf, bababab, alles komplett zugepackt und haben die Sachen nach geschickt und ist alles immer angekommen. Und mein Cousin hat mir dann fast pro Pound, rechnen die, so 1500 bis 2000 Dollar gegeben. Weißt du? Das heißt, du hast dementsprechend eigentlich auch sehr gut verdient. Oder? Wow, das war eine sehr krasse Zeit. Aber es war, wie gesagt, es war alles sehr kurz. Es war nur eineinhalb Semester. Das ist mir nicht so schön. So, wir waren voll auf unserem Gangster-Trip sozusagen. Ja. Ich war in Amerika, ich hatte eine 38er, wir hatten full was, wir waren ja genau in der Wüste, wir hatten so einen kleinen Graben, wo wir unsere Waffen hatten, so einen Skorpion, so eine Sache, weißt du, was meine? Und in Amerika kriegst du ja alles, weißt du? Und dann wurde mein Kollege abgezogen von so einer Türsteher und dann haben wir, so, wir waren halt, das College, Junior College, musst du dir vorstellen, jeder kennt ja dieses Last Chance You, weißt du, auf Netflix, genau, so. Auf Netflix. Junior College sind so radikalere Jungs, so, die wurden halt von ihren Colleges, Top-Talente, aber die wurden halt von ihren Colleges runtergekickt und. Das heißt so, die Kriminalbereitschaft war da viel größer, weißt du, was meine? Und da habe ich mir so drei, vier Jungs geschnappt und haben wir diese Türsteher, sind wir bei denen rein im Haus, haben die überfallen, geknechtet, gefesselt und, weißt du, was meine? Und bei der Sache sind wir dann hochgegangen sozusagen. Also zwei Tage später, weil ich auch so dumm war und wir keine Masken getragen haben. Wie gesagt, ohne Masken getragen. Ohne Masken, weil ich wollte richtig so, dass sie wissen, Digga, ihr Mistgeburt. Ich war so, ja, genau. So, und das war das Dümmste, was ich jemals hätte machen können. Weißt du? Und ich saß, wie gesagt, direkt am nächsten Morgen, Digga, kam die und Juma ist ja richtig so Sheriff, Digga, da kam richtig so Cowboys, Digga, mit solchen Revolvern, Digga, und so ein Scheiß, Digga. Kannst du mal noch? War das das erste Mal, dass du im Lauf gesehen hast? Nein. Öfter schon, Digga. Ja, nächsten Tag warst du dann direkt drin im Gefängnis, sorry. Ja, genau. Am nächsten, einen Tag später. Wir sind abends nach Hause gekommen nach dem Überfall, haben richtig Schnapp gemacht, Digga. One war, Digga, richtig Schnapp, Digga. Ja. Wir haben so fast 50.000 Schnapp gemacht, weißt du? Ja. Plus so richtig heftiges Ort drauf. Das war so Purple Angus, Trainwreck, so krasse Sorten. Wir haben an dem Abend die krasseste Party gehabt, Digga. Am nächsten Morgen noch die dicksten Blunts geraucht, Digga. Ja. Weißt du noch? Digga, alle zusammen zu 12 in ein Zimmer gesessen, Digga, Blunts geraucht, Digga. Und dann sind die Bullen schon reingekommen, Digga. Bam. Das ist dann warst du vorbei, und dann habe ich das erste Mal gelernt, was Loyalität ist. Mhm. Also, wenn Leute schon auf der Polizeiwache mit dem Finger auf dich zeigen. Digga, das ist dann ohne da Spaß. Passiert ohne Spaß. Mein bester Kumpel da, Digga, der mit mir im Zimmer war, Digga, direkt auf der Polizeiwache. Weißt du? Direkt. Ohne Wenn und Aber. Ist ja auch immer Loyalität, so eine Eigenschaft. Ich glaube nicht, dass du die irgendwie aneignen kannst, weißt du, meine? Ich glaube schon, Digga, weißt du, was ich meine? Ich glaube einfach, Digga, dass es mit deinem Umfeld zu tun hat und so, weißt du, was ich meine? Ich glaube, zum Beispiel, guck mal, ne, überleg mal, wie viele Leute sind jetzt zum Beispiel zum Islam getreten, als Beispiel, die im Leben die schlimmsten Menschen leben waren und jetzt das ruhigste Leben. Von unseren Jungs viele, ja. Verstehst du? Und auch loyal sind und man sich auf dich verlassen kann. Es sind auch Leute, die haben das schon... Bevor du Islam es gab. Ist in dir, es weißt, ist in dir, genau. Loyalität ist in dir oder es ist nicht in dir. Hast du es meine? Ja. So, nicht jeder kann, obwohl du Loyalität in dir hast, heißt es nicht, dass du loyal bist. Hast du es meine? Und das Leben testet dich halt in gewissen Situationen und dann wirst du halt merken. Und Digga, ich weiß genau, wovon ich rede, weil ich war eine sehr lange Zeit, was gewisse Sachen angeht, sehr unloyal. Weißt du, was meine? Zum Beispiel meine Freundin. Weißt du, was meine? So, da war ich sehr, sehr unloyal. Hast du es meine? Und viele von uns sind ja so. Ach, ich würde niemals 31 machen, ich würde niemals aussagen, ich bin. Und tätowieren sich direkt loyal. Kannst du es meinen? Heutzutage. Aber du gehst aber in Puff und betrügst deinen Verschüsse. Es geht um alles. Oder du nimmst 10 Euro von deinem Kollegen, Digga, jedes Mal und packst es in die Tasche. Oder es gibt so viele Kleinigkeiten, so weißt du, was meine so. Und wie gesagt, da habe ich das erste Mal so über Loyalität. Also du kannst nicht erwarten von Menschen, was
du denen gibst, was zu sagen, weißt du, ich meine so, weil ich bin reingegangen, Digga, ich bin in den Knast gegangen, ich habe mein Maul gehalten, weißt du, und am Ende des Tages ist das der Grund, warum ich hier sitze, verstehst du, weil das war vor 10 Jahren und ich sollte 15 bis 21 Jahre machen. Schüsse sagen will. Und der einzige Grund, warum ich heute draußen ist, weil ich meine Schnauze habe. Schüsse, oder? Ja. Das war's. Weißt du, am Ende hatten die kein Durchsuchungsbefehl, die hatten nicht mal ein Haftbefehl. Verstehst du, das ist ein Riesenskandal. Da haben die mir 3 Jahre angeboten, Digga. 50% Abschiebung, bam. Ja. Digga, so schnell unterschrieben, Digga. So schnell. Was, wozu soll ich zugeben? Ich habe das und das gemacht, kein Problem. Bam, schieb mich ab. Verstehst du? Und da habe ich gelernt, wow, krass, Digga. Und die anderen, die waren nicht mal auf dem Zettel. Das war das Krasse. Und der eine hat auch über ein Jahr gesessen. Aber er hat Aussagen gemacht. Der ja, aber er wusste nicht, Digga, die hätten ihn an dem Tag losgelassen. Er musste nur leise sein, weil die hatten nur meinen Namen. Und was heißt das, was die Moral der Geschichte? Ich habe meine Schnauze gehalten, wurde dafür belohnt. Weil hätte ich gesagt, okay, er war aber auch dabei und, dann hätte ich eine Aussage gemacht und ich hätte auf jeden Fall einen Zehner kassiert. Verstehst du sagen? Also, obwohl ich versuche, die zu belasten und mich zu entlassen. Weil dadurch, dass ich meinen Maul gehalten habe, Digga, ging es mir voll gut und dem ging es voll schlecht, Digga, weil er saß richtig auf mit mir ein Jahr, Digga. Ja. Weißt du, wie ein Behinderter, Digga, war ein V-Mann, weil ich hab jeden, das V-Mann. Timothy Williams, Digga, ich hoffe, ich finde den sehen. Den suchen wir zusammen, Bruder, ja. Also, hab jeden, Digga, der hatte so ein schreckliches Leben, der war in so PC-Modus, das ist so Protective Custody, das heißt so, du bist so Isolation, genau, so, weißt du, was ich meine? Weil ich hab das richtig, ich war so sauer, normal, ich hab jeden, Digga, das sind 6 Parts, musst du dir vorstellen, Digga. Ja. 6 Parts, das heißt, die Nachricht rüberzeugen, das geht an einen Tag, weißt du, was ich meine? Dann wussten wir das hier auch. Und wie gesagt, er war nicht mal auf dem Zettel, er war auf der Wache, weil die alle mit im Raum waren, das war's, und weil wir Gas hatten. Idioten. Und direkt 2-3 Leute am Haus gesagt. Ich selber die Waffe. Nein, er hat mir gesagt, ich soll fahren. Und er hat mir die Waffe gegeben. Und er, verstehst du? Ja. Oh, okay, komm mal, ist eine Waffe. Wussten wir gar nicht. Dankeschön. Okay, das war's. Danke für das Interview, danke fürs Vorbeikommen. Und danke an euch. Das war der erste Part. Wenn ihr den zweiten Part sehen wollt, dann lasst mich in den Kommentaren wissen. Und generell, wenn ihr Leute habt, dessen Geschichte ihr interessant findet, lasst mich in den Kommentaren wissen. Ich möchte sehr viele Leute einladen, sehr viele Leute, die von der Straße sind, mit einer interessanten Geschichte und alle in meinem Podcast versammeln.